Wir gehen auf Vektor 135. Verstanden. Sehr gut. Ach, wie geil. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich fern. Hoch. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Ich hab Gänsehaut. Das Spiel, also das ist wirklich genial. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Ja, besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Wow. Ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Das System ist gestört. Die Steuerung wird versiebelt. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Was ist denn hier los? Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Was ist denn hier los? Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Wenn Sie nicht freundlich sind. Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Alter! Blitze einschlagen. Oh. Halt dich fest, Mann! So, so ist. Nein, nein, nein. Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Autsch. Scheiße. Komm schon. Schon geiles Werkzeug. Mal eben kurz das Visier reparieren. Willkommen auf Erde 2.0. Ryder hier, bitte komm. Hyperion! Sam! Hört mich irgendjemand? Vergessen Sie's, Ryder! Sam ist offline! Der Comlink ist tot! Wir aber erstaunlicherweise nicht! Wer weiß, vielleicht sind wir es ja und wissen es nur nicht. Naja, wir sind auf jeden Fall in der Hölle. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Urlaubsort vielleicht. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Okay, nach dir. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich hab schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Okay. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Ich will nur mal schauen, wie tief es hier runter geht. Ich möchte aber nicht runter. Ach du Scheiße, verdammt. Wie kann so ein... Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben, wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann bist du nochmal gleich wieder weg hier.
Gibt's hier irgendwas, was man mitnehmen kann? So. Die Stürme hier scheinen nicht natürlich zu sein. Beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Nur die Pflanzen ausgehen? Nee. Okay. Verdienen Sie Forschungs... Toll, jetzt wollte ich das gerade lesen. Vielleicht kann ich es ja nochmal... Wir sollten besser weitergehen. Red nicht so viel, ich komme ja gar nicht zum Reden. Ja. Ja, wir gehen ja weiter. Ich wollte nur sehen, wie ich hier irgendwelche Forschungspunkte verdiene. So. Da ist unsere Kommeinheit. Das Ding ist hinüber. Toll. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere SAM-Verbindung verloren haben. Okay, dann halt weiter. Was ich eigentlich sagen wollte, wie kann so ein Planet mit fliegenden Felsen, der wirklich nicht wie die Erde aussieht, so wenig Sauerstoff hat in der Atmosphäre, um leben zu können, wie kann sowas von Sensoren als ein neuer Lebenspunkt erfasst werden? Kleiner Sicherheitshinweis, nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Mehr Zeit jetzt. Wohl bei 1 von 2 Mutationen. Okay. Also gefährlich. Wir müssen echt aufpassen. Hier brennt mal was. Sturzteile. Ist hier irgendwas noch zu gebrauchen? Ne. Pflanzen, die Tentakel sind ja schon widerlich auch so ein wenig, ne? Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Ich weiß, ich bin langsam unterwegs, aber ich das einfach genießen. Das sieht so hammermäßig geil aus. Also die Pilze haben wir ja schon untersucht. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie! Wir müssen da durch! Wir müssen da durch? Das ist doch verrückt! Willkommen auf Habitat 7! Bleiben Sie in Bewegung! Ach du Scheiße! Ah! Sprinten, okay. Verdammt! Renn jetzt da durch, Mädel. Das hat wehgetan. Achtung! Sieht aus, als wäre es darunter sicherer. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Ich würde sagen, einfach alles. Sie versucht uns umzubringen. Was? Oh, wow. Hier leben Drachen. Korra wird es lieben. Ach du Scheiße. Können wir natürlich nicht scannen, die sind zu weit weg. Aber ich glaube, das ist auch wirklich besser so. Die möchte ich jetzt nicht nah begegnen. Überhaupt nicht. Ist hier irgendwas, was wir benötigen oder brauchen können? Nix. Hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Die Drachen kommen. Wie kann ich das aufheben? Ich möchte hiermit interagieren. Geht das jetzt nicht? Als Steuerung. Alter! Wo denn? Wir müssen doch über unserem Kopf geflogen sein. Kann ich jetzt mit der Kiste gar nichts machen? Okay, ich habe eine Waffe gezogen. Schön. Ich möchte jetzt irgendwas mit der Kiste machen.
Oh, scheiße. Sorry. Ich kann ja nichts machen. Okay. Ich glaube, ich springen und klettern hoch. Sie, tippen Sie näher von Kanten. Steuerung. So. Dann mal los. Machen wir. Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Nur Geduld. Vielleicht passiert uns ja beides. Na, hoffen wir es mal nicht. Wie hat mein Dad Sie gefunden? Ich war ein Kopf. Und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle Ihnen die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das wird knapp! Wie kommen wir da rüber? Wo müssen wir denn jetzt lang? nein, hier nicht. Ach du Scheiße. Oh. Na los! Wir kriegen das hin! Das sagst du so einfach. Kletter jetzt da hoch, so. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Machen Sie mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Auf jeden Fall kein Hotel. Nichts hier ergibt irgendeinen Sinn. Nein, aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Hoffen wir es mal. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Oh, Scheiße. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. So was schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Sollen wir wirklich das Protokoll befolgen? Verlieren wir wahrscheinlich jemanden, oder? Komm, wir sind professionell. Wahrscheinlich ist das der falsche Weg, aber... Bleiben Sie ruhig. Versuchen wir, einen guten ersten Eindruck zu machen. Ja, und wenn es nicht klappt, hat Fischer eine Kugel im Kopf. Hätte ich nicht nehmen sollen. Ganz ruhig. Wir greifen nur zur Waffe, wenn es sein muss. Glaub nicht, dass sie uns entdeckt haben. Scheiße, sie sehen Fischer. Ich verstehe nicht. Neuer Schuld. Er sieht uns. Wir verstehen sie nicht. Wir wollen nicht kämpfen. Dieser Mann gehört zu uns. Neuer Schuld. Klingt nicht gerade freundlich. Neuer Schuld. Oh. Neuer Schuld. Scheiß drauf, die mache ich fertig. Nein, 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 nein. Alter, wieso? Alter, wieso hast du jetzt da die Granate geworfen? Eigentlich wollte ich keinen Kampf, aber wenn wir keine Wahl hatten, dann... Tut mir leid, Fischer. Ich hätte nicht zögern dürfen. Ich war mir nur nicht sicher. Wir auch. Das war absurd. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Ah. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollen. So wie Sie sie behandelt haben, Blutproben, würde ich sagen. Schlimm, dass immer beides richtig ist. Ne? Ich würde am liebsten beides drücken. So sollte ein Erstkontakt nicht ablaufen. Zumindest hatte ich es mir so nicht vorgestellt. Das war deren Schuld. Aber vielleicht läuft's ja nächstes Mal besser. Können ja nicht alle so mies drauf sein.
Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, komm bald! Können Sie laufen? Oh, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Na, wir tun unser Bestes. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Einsatzziel? Aber was machen wir denn jetzt mit dem optionalen Einsatzziel? Behälter. Ah, okay. Schildkondensator, Brandmunition. Wir nehmen natürlich alles. Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. Sie sind die Aufklärungsexpertin. Nach Ihnen. Natürlich. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Puh, wow. Also ganz schön viel Input für den Anfang, aber mega genial. So, wir sind hier. Viel sehen wir ja noch nicht von der Karte. Nur reinzoomen, rauszoomen können wir auch nicht. Okay, brauchen wir gar nicht groß schauen. Logbuch. Okay, es muss jetzt aber auch nicht alles vorlesen hier. Priorisierte Operation. Verbündete Beziehung, abgeschlossene Mission. Okay, Codex. Na, unser Codex gibt ein bisschen Infos. Mal später in Ruhe anschauen, wenn das Spiel denn erscheint. Zurück zum Desktop. Nein, da wollen wir natürlich nicht hin. So. Aber es sieht einfach nur mega geil aus. Ich habe gerade irgendwie eine Dauergänsehaut. Das ist abartig. Ich verstehe nicht, was diese Buchs hier mir sagen möchte. Was muss ich hier tun? Ich verstehe es einfach nicht. Sollen wir drauf schießen? Nein. Ich verstehe es nicht. Habe ich da was verpasst? Nein. Schauen wir, was ist hier noch? Was, wo, wer schreit? Doch untersuchen. Verstehe auch die Symbole nicht. Wahrscheinlich können wir den Leichnam untersuchen mit dem Scanner. Ja, genau. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Sieht wohl ganz danach aus. Können wir ihn auch untersuchen? Ne, bekommen wir keinen Status über seine Gesundheit. Okay, was haben wir denn hier noch? Nur Pilze. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir mal weiter. Na. Boah, ey, die Blitze, das gibt's doch gar nicht. Schlagen genau neben einen. Diese Richtung, wo müssen wir eigentlich hin? Karte. Alien Bauwerk. Das hier untersuchen? Kommen wir da überhaupt hin? Wahrscheinlich nicht, oder? Ne, wir gehen einfach zur nächsten Mission. Auf geht's. Die Richtung. Die passt ungefähr. Weitere Mitglieder finden. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Ja, sehr schön. Mitnehmen. Gut. Der Atmosphärensensor funktioniert noch.
Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Vermutlich. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch keine radioaktiven Isotope nachweisbar. Das heißt, dieser Ort wurde nicht durch Atomwaffen zerstört. Mir stockt der Atem. Wieso muss ich das immer alles so freundlich anhören? Also so feindlich natürlich. Hören Sie das? Hier wird geschossen. Zieh die Knarre. Sie haben ihn erschossen! Schalten wir sie aus! Du Dreckschwein! Direkt hinter ihnen! Wenn sie einen Kampf wollen, können sie ihn haben! Schon noch eine kleine Backen-Animation, wie das läuft. Einer ist da noch! Was ist denn das? Alter! Zieh mich mal ein bisschen zurück. Da steckt aber ganz schön viel weg. Das war der letzte. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft? Kann ich das nicht untersuchen? Ich glaube, er hat es leider nicht geschafft. Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich war... Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Ach, wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Ja, dafür ist jetzt zu spät. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Ach, endlich haben wir eine neue Waffe. Sehr schön. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Ja, das ist wirklich... sehr mysteriös. Ob das die Erschaffer sind, mit denen wir uns hier anlegen, oder einfach nur auch Besucher, die das so vorgefunden haben. Wir nehmen wieder alles mit. Brauchen wir jetzt wahrscheinlich eh noch nicht. Trotzdem lassen wir einfach alles mitgehen. Funktion unbekannt, Sam ist offline. Sieht denn wie ein Antrieb oder wie eine Waffe aus? Was mit der Kiste hier machen? Ne.
versuche immer alles irgendwie einzusammeln, aber es will wohl nicht so weit. Was könnte denn das hier sein? Ah, das hier sieht aus wie eine Energiequelle. Die scheint ein Apparat hier angeschlossen zu sein. Man versucht irgendwas aus diesem Monument, dieser Alien-Apparatur fort oder wir sagen, entweder was zu analysieren, sie zu zerstören oder in Teile zu zerlegen oder zu aktivieren. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas kann ich mir einfach nur vorstellen. Worauf ich natürlich jetzt entschließe, dass die anderen Aliens, mit denen wir uns anlegen, nur Gäste hier sind. Wir haben das nicht erfunden. Und können sie nicht diese Apparatur auf das Artefakt richten. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen! Da drüben! Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nervpunkt. Sehr gut. Dann gehen wir dort natürlich mal hin. Wir schauen nach unseren Leuten. Wir lassen niemanden zurück. Was war das? Scheiße, haben Sie das gehört? Ja, leider. Ja, ich habe beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Was zum Teufel ist das? Alter, wo? Oh. Ja, passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Okay, es ist tot. Was auch immer es war. Wie konnte es sich so tarnen? Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow, dann ist die Tarnung also biologisch? Ja, erstaunlich. Das sieht wieder nett aus, das Tier. Ach Gott, ey. Warum tue ich mir das wieder nur an? Unfassbar, dass wir das überlebt haben. Dennoch sind wir nicht von dem Planeten runter. Scheiße. Bewegung in unserem Bereich. Das ist Moment, Moment, ich muss auch alles hier mitnehmen. So. Ich sehe gar keinen Mann! Wo denn? Da wärst du jetzt tot, Arschloch! Zurück hinter den Felsen gehen! Oh nein, das ist mein. Ganz so viel dazu beigetragen habe ich leider auch nicht. Naja, ich hatte früher den ein oder anderen Kampf gegen batarianische Piraten. Ich gehörte zu einem Team, das proteanische Artefakte ausgrub.
Oh, dann kennen Sie das hier ja alles. Vielleicht sollten wir nachsehen, ob es hier irgendwas Nützliches gibt. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the pain on me. Don't put the pain on me. I'm only human, after all, don't blame on me. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit.